Ehrung des Frankenauer Rings, den wir Ihnen heute persönlich überreichen dürfen. Am Donnerstag hat es ja leider nicht geklappt, aus bekannten Gründen. Aber wir freuen uns heute, Ihnen den Frankenauer Ring überreichen zu dürfen. Die Mitglieder des Magistrats und auch des Ältestenrats haben sich einhellig dafür ausgesprochen, diesen Preis Ihnen zuteil werden zu lassen. Denn Sie bekommen ihn nicht nur für Ihr Lebenswerk, sondern Sie bekommen ihn, weil Sie auch genau am Donnerstag vor einem Jahr, am 19. November war es, 2019, in der Hessischen Staatskanzlei von der Hagen. Und da kam das auch wieder so ein bisschen hoch. Und ich fand das einfach am Donnerstag so spannend. Deshalb, es hätte mich so ein bisschen gefreut am Donnerstag, aber nun ging es ja nicht, weil es auf den Tag genau der 19. November 2019 war. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Freude und vor allem Erfolg im Sinne der Tiere und dass Sie mit Ihrem Verein, den Sie auch gegründet haben, Christen für Tiere, noch mehr und mehr Menschen für diese Überzeugung gewinnen können. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein, bevor jetzt der Stadtverordnetenvorsteher und der Ortsvorsteher vielleicht ein paar Worte sagen. Alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und vor allem bleiben Sie gesund. Okay. Dankeschön. Auch der Ortsbeirat Frankenau bedankt sich für Ihr weit über die Grenzen bekanntes Engagement für Tiere, die älter, die krank, die verletzt sind, zu helfen, zu unterstützen und weiter aufrechtzuerhalten. Wir schließen uns den Grüßen der allgemeinen Gremien an, der offiziellen Gremien, und vielen Dank. Der Stadtverordnetenvorsteher hat die Rede vorgetragen. Ja. Dürfen wir die denn der Presse auch? Ich gebe sie mit. Ach, perfekt. Ich habe es ausgelesen. Ja, ja. So, jetzt überreichen wir erstmal. Der ist natürlich für die Chefin hier im Hause. Danke. Und jetzt kommt der Frankenauer Ring. Dann darf ich Ihnen den Frankenauer Ring überreichen. Herzlichen Dank. Dann haben Sie ja keine Hände mehr frei. Irgendwas müssen die Tiere ja auch kriegen. Bitte schön. Dankeschön. Und da hat wir haben schon eben vor der Tür darüber gesprochen, die Karin Baumann bei uns im Sekretariat, die hat sich so Mühe gegeben, weil wir gerne eine Futterspende Ihnen zukommen lassen wollen. Und da waren wir schon so weit und hatten schon Rundballen, große wollten wir bestellen und Hafer und dies und das. Wir haben es aber jetzt nicht getan. Sie werden es drin lesen, es wird dann einen gewissen Betrag aufs Konto gehen, weil Sie hatten ja auch in Ihrer Dankesrede nochmal davon gesprochen, die Tiere brauchen zum Teil besondere Nahrung. Ja. Ja. Dann haben wir gedacht, Sie wissen besser, was Sie brauchen, dann können Sie sie sich da besser verwenden. Genau. Jo, danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Jo. Veterinären angerufen. Zwei Schafe, Vater, Mutter und zwei kleine, oder zwei. Der hatte zwei Frauen dabei. Ja, Scheide ist wie bei uns Menschen. Ja. Ne? Es gibt ja nochmal Leute, die treten immer auf die Kleinen. Und das ist eine Tierwelt, die leider dann. Man fährt erstmal so. Ja. Hey, dann könnt ihr auch gerade einmal zu mir kommen und lächeln.